Hallo, Markus hier von markusfotos.de. Ich bin hier auf der Fotopraktika und hier gab es gestern einen sehr interessanten Vortrag von Thomas Leuthard, der auch gerade neben mir steht. Und zwar ging es dabei um das Thema Streetfotografie und ich muss ganz ehrlich sagen, bisher habe ich immer gedacht, das ist eine Sache, braucht man sich in Deutschland vielleicht nicht mit zu beschäftigen. Aber seit dem Vortrag gestern denke ich da ein bisschen anders drüber und da Thomas nun mal hier ist und wirklich so viel darüber weiß, habe ich gedacht, spreche ich ihn mal an, ob er bereit ist, mit mir ein kleines Interview zu dem Thema zu machen. Er hat dankenswerterweise ja gesagt und ich werde ein paar Fotos von ihm zwischendurch mal reinschneiden, damit ihr eine Idee bekommt, was er so macht. Wenn ihr euch das Ganze aber genauer angucken wollt, würde ich euch empfehlen, schaut mal auf die Seite 85mm.ch, das ist wichtig, denn Thomas kommt aus der Schweiz. Herzlichen Dank, dass du mitmachst. Ja, sehr gut, gerne. Eine Frage, die ich zuerst an dich habe, ist die Frage, wie bist du zur Fotografie gekommen und war es von Anfang an Streetfotografie? Nee, es war natürlich nicht von Anfang an Streetfotografie. Ich habe mir etwa ziemlich genau vor 5 Jahren eine Spiegelreflexkamera gekauft, nachdem ich mal in einer Fotozeitschrift ein Prospekt beigelegen hat. Und habe ich gedacht, ja gut, probiere es das mal aus. Habe die günstigste Kamera gekauft, das war eine Nikon D40 mit 3 Autofokuspunkten, so quer rüber. Habe da mal ein bisschen rumgeknipst, gleichzeitig auch noch einen Kurs gebucht, zur Grundlagen Spiegelreflexkamera. Und bin da irgendwie in die Fotografie reingekommen, habe dann auch ein bisschen alles fotografiert, von Architektur, Makro, also Blümchen, Landschaft. Habe dann auch noch einen Lehrgang besucht und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass die gestellten Sachen nicht das sind, was mich interessiert, sondern eigentlich der Mensch, so wie er ist, und den findet man halt nur auf der Straße. Mhm. Und dann, etwa vor 3,5 Jahren, habe ich mich entschieden, nur noch Bilder auf der Straße zu machen, mit nur einer Linse, dem 85mm, auf einer Nikon D90. Das hat sich dann irgendwann mal geändert, weil ich immer näher rangekommen bin an die Leute. Und heute mache ich es mit einer kleineren Kamera, mit einer Brennweite umgerechnet von 40mm. Also ziemlich nah und auch ja, und nicht mehr so von der Distanz. Eigentlich beantwortet das schon fast meine nächste Frage, und die war die Frage, was ist dir lieber, wenn dein Motiv weiß, dass du es fotografierst, oder ist es dir tatsächlich lieber, wenn die Leute es einfach nicht mitbekommen? Ja, meistens bekommen sie es ja mit, weil ich sie direkt in die Kamera schauen lasse. Also ich warte dann, bis ich Blickkontakt habe und drücke dann auf den Auslöser. Ich tue dann manchmal so, als hätte ich etwas im Hintergrund fotografiert, schaue da ein bisschen nach hinten, dann merken sie nicht so direkt, dass ich sie fotografiert habe. Aber sie merken schon, dass ich ein Foto gemacht habe, aber sie sind sich da nicht sicher, ob sie drin sind oder nicht. Also lieber ist es mir schon, wenn ich Blickkontakt habe, meistens, kommt ein bisschen aufs Motiv drauf an, weil sonst sieht es irgendwie so von außen fotografiert aus und nicht so direkt drin. Also man hat da irgendwie keinen Bezug, die Person hat dann keinen Bezug zum Fotografen, und das finde ich meistens interessant, der direkte Blickkontakt. Das führt natürlich auch so ein bisschen zu dem, und davor hätte ich ganz ehrlich auch so ein bisschen Respekt, ich will auch sagen Angst, also es gehört ja schon was dazu, sich hinzustellen, zu warten, bis dieser Moment auftritt, also wo man weiß, ich habe das vor und es kommt irgendwann der Moment, da werde ich entdeckt, dass ich das tun will, und in dem Moment muss ich fotografieren. Wie überwindet man am Anfang die Angst vor dem Motiv? Das ist die Frage, die meistens gestellt wird an Workshops oder so an Veranstaltungen. Ich kann es nicht so genau erklären, man muss es einfach mal tun, mal ausprobieren, und dann merkt man sehr schnell, dass eigentlich sehr wenig Leute was sagen. Also die realisieren zwar schon, dass du sie fotografierst hast, aber wenn du dann nachher nicht Blickkontakt aufbaust und einfach weitergehst, dann geht das meistens vorbei und die denken sich, ja, das ist irgendein Tourist oder was weiß ich, und die sagen meistens auch nicht. Also ich habe vielleicht von 100 Fotografierten kommen vielleicht 1, 2 oder 3 Leute auf mich zu und fragen mich, was ich jetzt gemacht habe. Hast du schon mal den Fall gehabt, dass jemand kam und sagte, bitte löschen Sie das, und hast du es dann auch getan? Das kommt manchmal vor, ist schon lange nicht mehr vorgekommen. Ich glaube, es liegt daran, dass ich nicht mehr so eine große Kamera habe, weil mit der Nikon Spiegelreflexkamera ist das meistens dann schon ziemlich groß und dann fällt man auch eher auf als Fotograf oder Journalist. So gehe ich noch als Tourist durch. Gab es früher manchmal, dann bin ich halt, habe ich dem Folge geleistet und gelöscht, weil wenn ich da mit jemandem diskutiere, kann ich nicht sagen, ich lösche das Bild nicht. Das gibt dann sicher mehr Ärger, als wenn ich das Bild lösche. Ich bin auch schon mal weitergelaufen, weil ich das Bild
wollte, nicht löschen wollte. Und ja, das gibt es manchmal auch, aber es zählt. Aber sonst eigentlich empfehle ich den Leuten löschen, weil das gibt am wenigsten Stress. Also auf jeden Fall deeskalieren und im Zweifelsfall sportlich sein und rennen. Okay, alles klar. Auch wenn es so ein bisschen ein heikles Thema ist, darüber in der Öffentlichkeit was zu sagen, wie würdest du grundsätzlich diese Sache recht einschätzen? Du hast da gestern in diesem 45-minütigen Vortrag auch relativ lang was zu gesagt. Das kann man natürlich jetzt nicht komplett wiedergeben, aber so allgemein, wie siehst du das? Also wenn man es ganz genau nimmt, in Deutschland ist es vom Recht her, glaube ich, ziemlich klar, man darf den Menschen im öffentlichen Raum nur dann fotografieren, wenn er zustimmt. In der Schweiz darf man jeden fotografieren auf der Straße, aber beim Veröffentlichen gibt es auch Probleme. Da muss eigentlich jeder, der darauf abgebildet ist, die Zustimmung geben. Mache ich natürlich alles nicht. Ich habe bis jetzt schon über 1000 Bilder online bei Flickr und bis jetzt ist noch nichts passiert. Das heißt aber nicht, dass es erlaubt ist. Ich trage ganz bewusst das Risiko, weil ich der Meinung bin, es ist meine Einstellung. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich keiner kommen wird, weil es ist schon sehr selten, dass jemand sich im Internet entdeckt. Ich habe kürzlich von einer Dame in New York eine Mail gekriegt, die ich mal auf dem Times Square fotografiert habe. Das Bild wurde etwa 10.000 Mal angeklickt bei Flickr. Die hat es dann irgendwo mal gesehen und die war aber stolz darauf, dass ich sie fotografiert habe. Ich wollte einfach das Bild haben und für die war es okay. Kann natürlich sein, dass einer kommt und sagt, nee, ich will das gelöscht haben. Dann löscht man es. Was er sonst noch machen kann dagegen, weiß ich nicht. Also man hört da viele Sachen, dass da fünfstellige Eurobeträge, was weiß ich, aber es gibt offensichtlich keinen Präzedenzfall und ich gehe davon aus, dass das nicht so schlimm sein wird. Ich weiß es nicht und ich trage halt einfach das Risiko. Du hast gestern ja auch gezeigt für die Leute, die das Risiko nicht tragen wollen, die den Mut nicht haben. Du hast ein paar Möglichkeiten gezeigt, wie man Streetfotografie machen kann, ohne sich in die, sag ich mal, Grauzone zu bewegen. Und das fand ich persönlich eigentlich sehr interessant, weil ich gesagt habe, zumindest so zum Einsteigen, zum dran gewöhnen, damit warm werden, das ist eine gute Möglichkeit. Vielleicht ganz kurz in zwei Sätzen, was ist die eigentlich ja offensichtliche Möglichkeit? Nur ich habe mir gestern auch vom Kopf geklatscht und habe gesagt, klar, warum kommt man da nicht drauf, wenn man kurz drüber nachdenkt? Ja, man zeigt halt keine Gesichter. Also man macht da keine Porträts oder nicht direkte Aufnahmen, aber man zeigt nur Beine oder zusammen mit Linien oder nur Silhouetten. Wenn man jemanden gegen das Licht fotografiert, dann sieht man kein Gesicht mehr, da kann keiner was sagen. Oder eben nur so Beine oder man macht jemanden unscharf, indem er mit längerer Belichtungszeit, dass er dann bewegungsunscharf wird, dann ist er auch nicht mehr erkennbar. Es gibt einige Bilder, die komplett problemlos sind gegenüber dem Gesetz und so kann man anfangen. Oder nur Details, Hände, Füße. Es gibt sehr viel, man muss sich einfach mal damit auseinandersetzen, was kann ich für Fotos machen, die kein Gesicht zeigen. Oder schaut mal meinen Flickr-Account an, da gibt es einige Bilder, die komplett okay sind. Also auch da ein bisschen kreativ sein in der Möglichkeit, wo kann ich an die Grenze rangehen, ohne sie vielleicht zu überschreiten. Eine andere Frage ist, ich hatte bisher immer bei Streetfotografie im Kopf, das ist eine spontane Sache. Das ist, ich laufe über die Straße, dann decke ich was, ich mache schnell ein Foto. Das ist sicherlich auch ein interessanter Teil, aber würdest du sagen, Streetfotografie muss immer absolut spontan sein oder gibt es Situationen, in denen du tatsächlich ein Foto auch planst und kannst du ein Beispiel nennen? Es ist meistens irgendwie geplant, also oder oftmals. Man sieht vielleicht etwas, geht dann dahin, macht ein Bild oder es gibt auch mal einen Hintergrund, wo man interessant findet und dann wartet, bis jemand das Bild betritt oder den Hintergrund vor dem Hintergrund durchläuft, damit das dann zusammenpasst. Es ist nicht zwingend extrem spontan. Klar sieht man vielleicht manchmal etwas, aber man kann da auch mal noch einen Moment warten oder schauen, wie sich das entwickelt, wo geht die Person hin, wo läuft sie durch und dann erst später abdrücken. Das heißt nicht, dass man dann etwas sieht, bumm, abdrücken, das ist nicht zwingend so schnell. Das ist manchmal schon sehr schnell, aber man kann auch sehr viel planen, was nicht heißt, dass man das Bild stellt. Also man schaut sich zuerst mal die Szene an und versucht dann noch eine Person reinzukriegen. In meinem Kanal geht es häufig auch eben um so Thema wie welche Kamera, welche Objektive, dieses ganze technische Zeug. Eine Sache, die gestern sehr eindrucksvoll war, war eben die Geschichte, es gab 10 Bilder und die Aufgabe an das Publikum dort war zu raten, welches wurde mit der Leica gemacht. Es hat keiner geschafft, das herauszufinden. Deswegen an dich so die Frage, auch wenn es vielleicht damit schon so wenig beantwortet ist, wie wichtig schätzt du oder was macht für dich die Qualität von einem Foto aus? Ist das was Technisches oder was spielt für dich in dem Begriff der Qualität eines Fotos herein? Also ganz einfach gesagt ist
die Qualität des Bildes, der Inhalt. Ich habe einen Wettbewerb gemacht zum Thema Headlines. Da hat einer ein iPhone eingeschickt und hat damit gewonnen. Es war komplett verrauscht, war in der U-Bahn aufgenommen, aber das, was man gesehen hat, war sehr, sehr gut. Und da war es mir dann egal, welche Kamera es war und ob er jetzt da eine Leica verwendet hätte oder das iPhone, war überhaupt nicht wichtig. Und bei dem Wettbewerb waren unter den ersten 20 keine Leica dabei. Das heißt jetzt nicht, dass die Leica-Fotografen andere Bilder machen oder so, aber es ist einfach so, dass die Kamera überhaupt nicht entscheidend ist. Wichtiger ist, dass man dass jeder mit seiner Kamera zurechtkommt, weiß, wo die Schwächen und Stärken liegen und damit umgehen kann und sich ein Motiv sucht, das eine Aussage hat, und dann ist eigentlich Schärfe und Belichtung mehr oder weniger egal. Also es muss schon einigermaßen daherkommen, aber es ist nicht wichtig, dass es top scharf ist, es muss nicht top belichtet sein, weil der Inhalt ist das Entscheidende. Du hast gestern auch zu meiner Überraschung verraten, wie du das hinbekommst mit der perfekten Belichtung. Sag ganz kurz, wie du es machst. Ich finde es vollkommen in Ordnung. Ich fotografiere auf P. Ich sage immer, ich lagere möglichst viel an die Kamera aus. Also ich habe da Autofokus, Auto-ISO, Auto-White Balance und Gesichtserkennung. Alles, was die Kamera halt kann, macht die Kamera. Ich fokussiere mich aufs Sehen, was die Motive sehen, und dann habe ich genug Zeit für die Bildgestaltung. Und jeder, der denkt, der müsste jetzt manuell fokussieren oder manuell belichten, der ist dann einfach mit der Belichtung und mit dem Autofokus beschäftigt und hat dann keine Zeit mehr für die Bildgestaltung. Und da sieht man oftmals, oder ich behaupte, man sieht es manchmal bei den Analogfotografen, die ja den Autofokus in der Mitte haben, die müssen zuerst schwenken, dann fokussieren und zurückschwenken. Und dort sind manchmal Bilder einfach zu zentriert, weil die keine Zeit haben, um noch das Bild zu gestalten. Mhm. Und den Vorteil habe ich hier, die Kamera macht alles sehr gut und alles von alleine. Das heißt jetzt nicht, dass sie von alleine Bilder macht. Es gibt viele Leute, die haben die gleiche Kamera und die haben auch noch nicht bessere Bilder hingekriegt, weil halt der Fotograf das Bild macht und nicht die Kamera. Und man muss sich einfach auf die Bildgestaltung konzentrieren. Das ist für mich gesehen das Wichtigste. Mhm. Abschließende Frage noch. Schaust du hin und wieder über den Tellerrand? Also machst du manchmal auch, und wenn es nur für dich selber ist, dass du vielleicht auch nie veröffentlicht, machst du manchmal noch Sachen, die keine Streetfotografie sind? Selten. Ich mach manchmal Architektur, wenn ich was Schönes sehe. Das ist das, was mich auch manchmal interessiert. Ich mache auch Konzerte, weil ich eine Band schon seit 3 Jahren begleite, so Freunde von mir. Und den habe ich einfach angeboten, ich fotografiere, und das hat sich so ergeben, dass ich da immer mitreise und Bilder mache an den Konzerten. Und das macht mir auch Spaß, da komme ich an andere Orte hin, obwohl die Musik, doch momentan ist sie ein bisschen besser, aber manchmal hat mich die Musik überhaupt nicht angesprochen, ich bin einfach wegen den Fotos hergegangen. Und ja, also ich mache selten andere Bilder, aber es kommt schon mal vor, ja. Ich danke dir erstmal sehr herzlich für das Interview und an euch den Tipp, wenn ihr noch was mehr von ihm sehen wollt. Ich habe gestern mal geschwingst, es gibt auch einen YouTube-Kanal von dir, wo ein paar Videos drauf sind. Den Link dazu, da ich ihn gerade nicht präsent habe, packe ich unten in die Videobeschreibung. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich danke dir nochmal fürs Mitmachen und wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Danke, bis dann.